Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Jenny und sitze gerade in einem unfassbar warmen Make-up-Studio, also bei mir zu Hause auf dem Dachboden. Oh mein Gott. Solltest du wieder auf meinem Kanal gelandet sein und mir noch nicht folgen, dann abonniere mich jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen. Heute zeige ich euch nämlich etwas, wonach einige von euch bereits mehrfach gefragt haben. Und das fehlt tatsächlich auch noch auf meinem Kanal, also why not? Es geht heute nämlich wieder um MAC-Lashes. Und zwar werden wir heute zusammen meine MAC-Lashes reinigen, denn auch die Pflege der MAC-Lashes ist super, super wichtig. Wobei nicht die regelmäßige Pflege wichtig ist, sondern die richtige Pflege. Denn im Endeffekt muss man die MAC-Lashes gar nicht so oft pflegen. Das sage ich immer wieder, denn ganz viele sind der Meinung, die müssen regelmäßig die magnetischen Wimpern reinigen, säubern, wie auch immer, sogar bürsten. Aber das müsst ihr gar nicht. Meine aller ältesten MAC-Lashes sind 3 Jahre alt. Und wisst ihr, wie oft ich die schon gereinigt habe? Und das liegt eben daran, weil ich die komplett ohne Eyeliner benutze, keine Wimpern, gar nichts. Ich bin da sehr unempfindlich, sobald ich wirklich nur die reinen Lashes trage und nichts anderes drauf habe. Also kein Lidschatten, kein Eyeliner, keine Wimperntusche, wirklich gar nichts. Dann, ja, was soll ich dann da reinigen? Grundsätzlich reinigt man die MAC-Lashes auch nur dann, wenn man Make-up-Produkte zusätzlich verwendet. Wenn man möchte, kann man die natürlich öfters reinigen, aber da ist halt einfach von abgeraten oder wird davon abgeraten, um halt eben eine super lang anhaltende Lebensdauer für die MAC-Lashes garantieren zu können. Es gibt aber viele, die einfach nicht auf Wimperntusche verzichten können, die können auch nicht auf den Eyeliner verzichten, auch nicht auf Lidschatten. Das ist vollkommen legitim und genau deswegen gibt es heute dieses Video. Und ja, auch ich habe einige MAC-Lashes, die einfach aussehen wie Hulle. Und zwar zum Beispiel die Coco. Die benutze ich super, super gerne für meine ganzen Make-up-Bilder, für Instagram. Und dementsprechend sieht auch die Hülle und auch die Wimpern aus. Also ihr seht, die sind schon etwas leicht abgenutzt. Die sind aber locker schon über 1 Jahr alt und trotzdem funktionieren die bei mir noch und sehen auch am Auge immer noch sehr gut aus. Also lasst euch bloß nicht abschrecken, wenn eure MAC-Lashes in der Box nicht so gut aussehen wie am allerersten Tag, denn das müssen die definitiv auch nicht. Also ihr seht hier an dem Bändchen vielleicht ein bisschen, dass es ein klein bisschen so einen helleren Farbverlauf hat. Und genau das werden wir heute reinigen. Das hier sind übrigens eines meiner allerersten MAC-Lashes, die Beauty Nummer 2. Und so sehen die aus. Ihr seht, hier sind teilweise ein paar Härchen abgegangen, auch an den kleinen Magnetstückchen. Aber das stört mich ganz, ganz gar nicht. Das stört mich wirklich gar nicht. Denn nichtsdestotrotz sehen die immer noch einwandfrei am Auge aus. Und die lassen sich so gut platzieren, weil das Bändchen einfach perfekt für mein Auge mittlerweile geschwungen ist. Lasst dir bitte auch eins gesagt sein, dass gerade hier diese veganen Varianten noch viel schwieriger sind zum Reinigen. Denn hier ist halt einfach die Verarbeitung ja etwas spezieller gewesen. Das Material löst sich schneller auf. Und dementsprechend kann es passieren, dass gerade die veganen Varianten sich schneller abnutzen. Ich werde heute insgesamt 3 solcher Wimpern heute reinigen. Die anderen sehen für mich alle in Ordnung aus. Das heißt, die packe ich jetzt erstmal wieder weg. Wir reinigen einmal Coco Black und Beauty Nummer 2. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit den Black Ones an. Und dafür nehme ich einfach ein kleines Handtuch. Etwas Wasser und Q-Tips. Wichtig ist, dass ihr das nicht in der Verpackung macht. Die Verpackung werdet ihr natürlich wiederverwenden, aber auch die können wir gleich zum Schluss reinigen. Das heißt, ich entferne erstmal ganz easy peasy die einzelnen Wimperchen, die da drinne sind und auch die Mini-Lashes, denn die möchten wir auch reinigen. So, ich reinige jetzt erstmal ganz stumpf hier die Box. Ich nehme einfach hier so einen Make-up-Entferner und wisch da einmal vorsichtig drüber. Dann hat das nämlich jetzt schon mal Zeit, ein wenig zu trocknen. So, ich nehme jetzt eine saubere, normale Pinzette, die ich sonst auch immer zum Anbringen verwende. Und ich nehme jetzt einfach stumpf
den ersten Mini-Magnet, beziehungsweise ich nehme erst einen Q-Tip und mache den einfach ganz stumpf nass. So, nehme den Mini-Magnet, so wie wenn ich ihn auftragen wollen würde. Und dann streiche ich einfach ganz vorsichtig mit dem Q-Tip am Magneten entlang. Dann seht ihr schon am Q-Tip selbst hier, dass da ein bisschen schwarze Farbe bei ist. Gleichzeitig drehe ich meinen Q-Tip wieder um und wische vorsichtig und trockne quasi jetzt die Seite hier ab. Und auch hier habe ich wieder schwarze Farbe. Das Ganze drehe ich um und mache es von der anderen Seite auch nochmal. So, und das ist dann schon der erste saubere Mini-Mac. Und den kann ich umdrehen, sodass ich dann es so rumhalte, also nur noch die Wimpern sehe. Das machen einige, aber das muss man nicht unbedingt machen. Ich nehme immer gerne so einen komplett cleanen Wimpern-Silikonbürste. Und dann kann ich ganz vorsichtig über die kleinen Härchen hier fahren. Und so trenne ich dann zum einen die Wimpern und zum anderen, sollte da etwas Mascara bei sein, kann ich die so dann entfernen. Anschließend lege ich den Mini-Mac wieder in die Box und habe dann meinen ersten sauberen Mini-Mac. Und genau das gleiche Vorgehen würde ich hier bei der normalen Wimper auch durchführen. Bedeutet, die greife ich auch mit der Pinzette und gehe auch hier wieder erst mit einem Q-Tip ins Wasser. Und ich nehme wirklich nur reines Wasser. Also sollte deine künstliche Wimper irgendwie so stark dreckig sein, kannst du natürlich auch ein Reinigungsmittel benutzen. Aber Wasser sollte eigentlich komplett ausreichen. Auf der MacLashes-Seite steht zum Beispiel auch, man kann Desinfizierzeug nehmen, das eben auch für die Haut gut geeignet ist und verträglich. Aber ich glaube, mit Wasser lässt es sich komplett bedienen. By the way, du kannst es natürlich auch mit der Hand machen. Und ich gehe wirklich nur mit dem Wattestäbchen über das Bändchen, also nicht über die Wimpern. Dann ist es auch schon sauber. Ich merke übrigens, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der meiste Dreck an den Mini-Lashes hängt und nicht an den Wimpern selbst. Finde ich übrigens sehr interessant. So, und schaut mal, wie sauber und schön einfach diese Verpackung wieder aussieht und auch die Wimpern selbst. Also ihr seht, es ist super einfach, die zu reinigen bzw. zu pflegen. Wichtig ist auf jeden Fall, sie nicht in Wasser zu tauchen oder zu tunken, sondern wirklich mit Wattestäbchen dran gehen. Und ich habe bis jetzt nur eine einzige Packung gereinigt. Und hier an diesem Wattestäbchen seht ihr sehr gut, dass ich ein wenig Mascara oder Eyeliner benutzt habe. Auch hier ein bisschen. Ich reinige jetzt eben schnell die anderen Wimpern nochmal ohne Video und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind fertig. Ich habe die drei Varianten von MacLashes heute mit euch zusammen gereinigt. Ich muss zugeben, dass man nicht schnell sieht, ob die Wimpern dreckig sind oder nicht. Jedenfalls in meinem Gebrauch, denn wie bereits erwähnt, ich benutze sehr, sehr selten Mascara. Also für den Alltag benutze ich gar keine Mascara, kein Eyeliner. Manchmal habe ich so einen Augen-Make-up-Look wie heute drauf. Aber die Wimpern liegen ja nicht auf meiner Haut, sondern wirklich am Ende meines Wimpernkranzes. Bedeutet, so viel bekomme ich überhaupt gar nicht von dem Eyeshadow auf meine Wimpern drauf. Höchstens das Band ist dann vielleicht minimal vom Eyeshadow ein bisschen benebelt. Jetzt kommen wir mal zum Ergebnis. Und zwar hier seht ihr meine Wattepads, die ich benutzt habe, um zu reinigen. Und da ist doch schon ein wenig was von abgegangen. Ich benutze hauptsächlich wirklich nur
für Instagram und auch hier für YouTube manchmal Wimperntusche, damit meine Wimpern ein klein wenig dunkler rüberkommen, aber sonst eher gar nicht. Und ja, wie gesagt, diese drei Varianten hier leben definitiv schon mindestens über ein Jahr hier in meinem Studio und ich habe die bislang nie gereinigt. Das heißt, es war heute das erste Mal und das hier ist das Ergebnis. Oh mein Gott, guckt euch das an, wie viel Dreck einfach hier diese Q-Tips haben. Guckt euch mal an, wie dreckig hier diese Q-Tips sind. Richtig, richtig krass. Ja, hätte ich nicht mitgerechnet, aber ja, das sieht man mal. Ein klein bisschen kommt doch immer da drauf. Nichtsdestotrotz würde ich euch empfehlen, nicht zu streng mit der Pflege zu sein. Schaut nach Bedarf, also bedeutet, wenn ihr wirklich täglich noch Mascara benutzt und die Lashes aufsetzt, ja, dann pflegt sie vielleicht einmal im Monat, vielleicht alle 2 Monate. Ich kann es nicht genau abschätzen. Für mich hat das vollkommen gereicht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen von euch beantworten, wie man am besten die MAC Lashes pflegt, säubert und austrocknet. Ich würde tatsächlich nicht darüber hinausgehen. Selbst auf der Homepage von MAC Lashes selbst ist genau dieser Vorgang so beschrieben und empfohlen. Man soll die auf jeden Fall nicht zu nass machen. Ansonsten kann es sein, dass das Bändchen, Kleber und auch der Magnet sich einfach voneinander lösen. Und das ist das, was wir nicht wollen. Ich wünsche dir jetzt also viel Spaß beim Reinigen deiner MAC Lashes. Freue mich, wenn du einen Daumen nach oben setzt und meinen Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos zu verpassen. Hast du noch bestimmte Wünsche zu einem Video, dann hinterlass es gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!